Grüezi miteinander. Stellen Sie sich bitte kurz vor. Ich bin Terner Tanner von Hegiwinden. Aufgewachsen in Langreuthonen. Auch in der Gemeinde. Hans Tanner, auch Hegiwinden. Ich bin auf einem elterlichen Bauernbetrieb aufgewachsen. Was haben Sie gearbeitet vorher noch? Ja, verschiedenes. Haushalt, Bauerei. Kann man nicht sagen. Ich habe Weltlandjahr gemacht bei einem Bauer und nachher landwirtschaftliche Schule Reinenberg besucht und nachher auf dem elterlichen Betrieb weitergeschafft und dann die Meisterprüfung gemacht und einen Lehrling ausgebildet. Was fasziniert Sie ganz besonders an dem Boxenstopp da? Ehrlich gesagt habe ich nicht so beschäftigt mit dem. Es ist, ich habe es einfach ein bisschen gehört und gedacht, ja, das heißt, ich habe etwas Gutes für die Jungen, dass ich, aber genau kann ich da keine Antwort geben. Das ist sicher eine gute Institution, dass die jungen Leute sich vorstellen können, einfach auf sie zukommt, wenn sie in der Lehre sind, bei den einzelnen Prüf, die sie dann schlussendlich auswählen. Und auch für die Lehrmeister ist das sicher positiv, dass man die jungen Leute genau orientiert, was der Beruf verlangt. Wie haben Sie die Lehrstellensuche von Ihren Kind oder von Ihren Grosskind miterlebt? Ja, zuerst ein bisschen studieren. Ja, es hat jemanden hin und her gegeben und man hat sich sie haben geschnuppert und man hat ein bisschen Ratschläge gegeben und sie haben miteinander hat man geschaut wegen einer Stelle und ist eigentlich bei allen vier recht gut gegangen, ja. Bei diesen drei Töchtern war eigentlich das Erste, dass nach der Schule ein Weltlandjahr gemacht haben. Weil ich ja auch im Weltschland war. Ich habe gefunden, da wäre es selbstständig und könnt auch noch das Französische ein bisschen festigen, was man in der Schule gelernt hat. Und dann haben sie total nach einem Jahr mehr Zeit gehabt, zum Berufswahl zum Entscheiden, was ich mache. Was sind so die grössten Unterschiede zwischen Ihrer Berufswahl und der Berufswahl heute? Ja, es ist sicher so, dass jedes will einen Beruf machen und dass viele direkt in die Schule, mit der Schule etwas machen. Und für uns ist einfach auch, ja, da schon wichtig gewesen und jetzt mindestens so oder noch mehr, ja. Ja, da. Da ist der Unterschied. Früher hat man eigentlich einen endgültigen Beruf gewählt. Und heute haben sie die Möglichkeit, sind ja nur die wenigsten, die ihrer Lebtag in ihrem auserwählten Beruf bleiben. Man hat viel mehr Möglichkeiten zum neuen Wechseln. Sie haben vorhin erwähnt, Sie haben Meisterprüfung gemacht. Wie hat sich denn die Ausbildung der Lehrling verändert, von denen, wo Sie ausgebildet haben, bis heute? Das ist auf alle Fälle ist es natürlich früher noch viel mehr Handarbeit gewesen, wo sie geprüft worden sind und hat man sie erlernen. Denn grosser Unterschied war mit der Freizeit, mit den Ferien. Anfänglich haben sie 3 Wochen Ferien gehabt. Am Schluss haben sie 5 Wochen Ferien gehabt. Jetzt, ja. Sie haben einen Tag in der Woche frei gehabt. Jetzt haben sie 1,5 Tage. Und sind dann immer auch noch einen Tag in der Schule. Da ist gleich geblieben. Und viel, wir sagen es, das Mähen, das Melken, Handmähen, Melken,
Da ist alles weggefallen, oder? Das ist, aber ist noch viele Jahre ist da noch ein Pflichtfach gewesen, das müssen erfüllen. Und Sie sind auch wieder, und Sie haben die ganze Woche und immer in der Familie gewesen. Sie haben einmal noch geholfen abbrechen und sind richtig in der Familie, sind mit uns einmal ein bisschen fort und man hat etwas unternommen mit ihnen. Man hat ihnen gemeint gesagt und ist einfach miteinander ein bisschen mehr gewesen, wie heute. Das ist ein Unterschied, ja. Ja, wir hatten Lehrlinge, die ein halbes Jahr nicht mehr daheim waren, oder? Die dann richtig bei uns in der Familie waren, wo jetzt mit dem, dass sie einen Haufen Freizeit haben und alles, da ist einfach der Kontakt mit der Familie nicht mehr so, wie er vielleicht wünschenswert wäre. Haben Sie noch Tipps, die Sie Schülerinnen und Schülern möchten mitgeben, die jetzt gerade auf der Lehrstellensuche sind oder auch Ihren Eltern? Auf jeden Fall ist es einfach wichtig, dass man mit allem Ernst hinter die Suche geht und sich bewusst ist, dass bei jedem Beruf irgendetwas Angenehmes hat und das, was weniger angenehm ist. Und dass man sich einfach zumindest einmal vornimmt, um einen Beruf, die Lehre, durchzusuchen. Mit Freude dahinter geht, ja. Danke Ihnen vielmals für das Interview.